Was machst du jetzt da? Du machst doch nichts. Warum? Tja, Daniel, warum? Laut ICP. Morgen. Wir begrüßen euch im Jahr 2023 zur ersten Ausgabe Meerwasser für Anfänger. Die Serie geht weiter. Wir haben es euch angedroht. Nach dem Update, was wir letztes Jahr gedreht haben, wir hatten ja eine kleine Pause eingelegt, geht es dann jetzt auch zügig weiter. Und zwar diesmal erstmal in dieser Folge mit der letzten ICP, die wir gemacht haben. Wir haben einen erhöhten Zinkanteil festgestellt und wissen noch nicht hundertprozentig, wo er herkommt. Also Technik können wir zu 99% ausschließen. Das Einzige, wo ich gleich selber nochmal nachschauen muss, ist vielleicht die Pumpe, was mit dem Läufer ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kann es das eigentlich nicht sein, weil die C-Runner von Aquamedic ist eigentlich eine recht robuste Pumpe, da hat man eigentlich wenig Probleme mit. Ja, Wasserwechsel ist angesagt. Wir haben bei der ICP 92%. Und es fehlt ein bisschen Jod, es fehlt ein bisschen Mangan. Haben wir jetzt noch nicht nachdosiert. Jod haben wir nachdosiert, Mangan noch nicht. Weil wir halt zweimal hintereinander jetzt größeren Wasserwechsel machen und gemacht haben jetzt. Genau. Beziehungsweise gleich noch machen werden. Blende ich gleich ein. Und ja, der Plan ist, das Zink natürlich ein bisschen runterzukriegen. Und wir befürchten oder haben die Befürchtung, dass das Zink im Endeffekt auch so eine Art Wachstumshemmer jetzt im Becken war. Weil ihr seht selber gleich im Bild, das Becken steht eigentlich ja, wie frisch geleckt. Also es hat sich seit dem letzten seit dem letzten Update nicht wirklich viel getan. Also wachstumsmäßig auf jeden Fall nicht. Ja, wir haben keinen konstanten KH-Verbrauch, immer noch nicht. Aber wir fahren auch gerade das Licht erst wieder so langsam, aber sicher hoch. Und wir sind jetzt auf dem Stand des ganz normalen LPS-Programms. Die Grundeinstellung. Von Aquamedic. Wir sind genau. bei 70% bei der Lampe, ne? Ja, genau. Und im Netz stehen hier und da teilweise, hast du rausgefunden, bis 80-90% fahren die. Ja, im SPS-Bereich 95 sogar. Okay. Also wir arbeiten jetzt noch langsam das Licht dahin, wo es hin soll. Das ist ja die Problematik, man kann es nicht schlagartig reinhauen, weil spätestens dann kann es passieren, dass die gerade die LPS sagen, wir schmeißen erstmal alle Zutantellen raus. Und was gibt das im Endeffekt? Genau, Dinos kann das geben. Das ist auch so eine Sache, Lichtumstellung, zu viel Licht, dann werden die Zutantellen abgeschmissen. Wild wuchernde Zooxanthellen sind Dinoflagellaten und genau das wollen wir ja nicht. Also müssen wir das nach und nach steigern. Und immer noch im jetzt dritten Monat sind wir jetzt. Wir sind jetzt im dritten Monat, im vierten, ne? Auch wenn es sich anders anfühlt. ist es immer noch sehr nervig zu messen, aber tatsächlich, wir haben einen konstanten Verbrauch in Bezug auf Phosphat und Stickstoff. Stickstoff können wir ja im Endeffekt nicht messen, also da bleibt der Level einigermaßen gleich. Was hatten wir in der ICP gehabt? War glaube ich um die 10 oder 15, was er da gemessen hatte, glaube ich. Unter den Spurenelementen. Beim Phosphat. Wurde nicht gemessen. Phosphat war 0,09. Also da, wo eigentlich ein Wohlfühlbereich. Genau. Und der Nitrat lag bei 6,06. Auch optimal, heißt also, der Stickstoff, der reingeht, wird also nicht in NO3 umgewandelt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch sogar noch ein kleines bisschen mehr Stickstoff reinbringen, um ein bisschen mehr Nährstoffe zur Verfügung zu haben. Sollte dann natürlich... Die Katze dreht hier gerade am Rad. Ja. Darüber kann man das im Endeffekt ein bisschen sehen und steuern, ob das Ganze verbraucht wird, ob wir einen Überschuss haben. Und von daher passt das soweit mit den Nährstoffen.
Aber wir haben tatsächlich immer noch sporadischen Verbrauch vom KH. Um Calcium, Kalzifizierung spielt momentan auch nicht statt. Also wir versuchen jetzt halt, durch das Hochfahren des Lichts und durch den Wasserwechsel, den wir jetzt gemacht haben, erstmal wieder optimale Werte hinzukriegen. Das Zink ist in der Konzentration, in der wir es gemessen haben, das waren 25 Milligramm, ist es natürlich ein Wachstumshemmer und schlägt definitiv auch im, sich so dann nieder, dass das System dann halt ja, fast keinen KH verbraucht. Und wenn es sowieso noch kein richtiges KH verbraucht hat im Vorfeld, also noch nicht richtig angelaufen ist, dann kann es auch nicht anlaufen. Das wird ein Problem sein. Das nächste, die Intensität des Lichts. Die fahren wir jetzt ja sukzessive langsam, aber sicher hoch. Und dann gucken wir, dass wir hoffentlich in den nächsten ein auf zwei Wochen dann zu dem Verbrauch kommen, den wir tatsächlich haben wollen. Jetzt stellt sich die Frage, lassen wir es jetzt erstmal bei den 70% in dem Standard-LPS-Programm oder gehen wir doch mit der Zeit noch mal ein Stückchen höher? Gehen auf jeden Fall noch ein Stückchen höher. Ja. Weil das wirst du spätestens dann bei den Korallen sehen, wenn die Korallen sich dann zu sehr zusammenziehen, also wie zum Beispiel bei den Zoas unten. Wenn die Köpfe zu klein werden, dann ist es zu viel Licht, was unten ankommt. Mhm. Ja, auch bei den LPS ist es so, je weniger Licht die bekommen, desto größer machen die sich. Die wollen ja im Endeffekt dann ihre Oberfläche vergrößern, um mehr Licht einzufangen. Und wenn die ihre Köpfe verkleinern, dann ist es zu viel Licht. Ja, weil die 70%-Wert, der auch aktuell, ich glaube, auf 2 Stunden. Ja, da kannst du aber auf jeden Fall noch... Ja, der startet um 18 Uhr. Mit den 70%, dann bis, nee, stimmt nicht, bis 20 Uhr und dann fährt er um 21.30 Uhr, fährt der. Da können wir auf jeden Fall noch was an der Kurve machen, weil eigentlich grundsätzlich, so ist es zumindest bei mir, gehe ich hin und lasse ab Mittag, also so ab 12 Uhr bis abends 18 Uhr Vollgas laufen. Und die Phase müssen wir dann definitiv auch noch verlängern. Aber das ist das vorgegebene Programm von Aquamedic. Ja, genau. Da müssen wir auf jeden Fall noch ran. Blende ich auch noch eben mal einen Screenshot mit ein, wie es jetzt hier aussieht. Aber da müssen wir das Programm halt verändern, beziehungsweise die Maximalintensität verlängern. Problem an der Sache ist, man hat nicht nur einen Punkt, man hat ja die ganzen einzelnen Farben in der entsprechenden Kurve drin und die müssen alle einzeln verarbeitet werden und verändert werden und das ist halt so ein bisschen tricky bei der Lampe. Ja. Dass man nicht sagt, okay, ich stelle jetzt eine Lichtfarbe ein, oder wir haben es noch nicht gefunden, keine Ahnung. Wir stellen jetzt eine Lichtfarbe ein und sagen 70% von bis und dann ist gut. Da ist ja im Prinzip wie eine Kurve und du hast eine relativ kurze Zeit, wo die Strahlungsintensität eigentlich da ist, wo sie sein soll, bei diesen 70%. Und normalerweise bestrahlen wir eigentlich länger. Also ich sag mal 5 bis 6 Stunden Volllast und der Rest dann halt zum Abkleben. Ja, das ist, können wir da ja gleich mal... Werden wir gleich mal mit rangehen und dann blenden wir dann anschließend auch die Veränderungen ein, wie es vorher war, wie es nachher war und dann werden wir dann im nächsten Teil sehen, was sich dann getan hat. Was passen wir jetzt da? Warum? Tja, warum? Laut ICP... Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, müssten wir jetzt mal aufrufen, oder du tust das mal ein. Haben wir einen zu hohen Zinkwert. Nur Zink oder war da noch was anderes? Meins Wissens nach war es nur Zink. Fällt man gleich mal mit ein. Ja. Jod sollte man nachdosieren. Das ist die üblichen Verdächtigen. Genau. Und als Empfehlung gab es dann eben einen großen Wasserwechsel. Ich hatte auf Heiligabend, morgens um 7 Uhr schon 70 Liter gemacht. Ja. Und ja, jetzt machen wir die zweite Hälfte. Also nochmal weitere 70 Liter. Und den Wert langsam aber sicher runter. Weil wir vermuten im Endeffekt, das wird auch gegebenenfalls so von, ja, von ATI bestätigt, ob das tatsächlich der Fall ist, dass das gegebenenfalls hier so ein kleines bisschen das Wachstum gehemmt hat. Ja, wollen wir es hoffen, wäre schön.
führen jetzt bei 3 Eimern. Sehr gut. Ja, ich schreibe mir das auf, denn wenn ich mir das nicht aufschreiben würde, hätte ich nach dem dritten Eimer schon keine Ahnung mehr, wie viele da sind. HIV, kann ich vergessen. Genau das. Sehr unkonventionelle Methode. Warum? Einfach so einschütten. Ja, nicht gut. Weil wir es nicht so toll finden, weil ich. So. Aber wie gesagt, das Wasser ist ja temperiert. Ja. Das hat die richtige das Dichte. Noch wärmer als das, was da drin ist. Noch wärmer, um Gottes Willen. Ja, so 1 Grad auf jeden Fall. Nee, passt schon. Oh. So, alles gut. Nur Luft. Da war auf jeden Fall gerade keine Luft, weil da ist ein dicker, fetter Klumpen irgendwas rausgefallen. Dann hat er was gehakt. Sah aus wie eine tote Koralle, guck mal. Ein Stück von der Koralle, tatsächlich. Jetzt wissen wir auch, warum die nicht angesprungen ist. Ja, alles in allem seht ihr, es ist nicht ganz so einfach, das Becken fernzusteuern. Vor allem für jemanden, der im Endeffekt, er macht es jetzt insgesamt im dritten Monat sind wir jetzt. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt hier schwer zu kapieren ist, aber es ist ein komplexes Thema, sagen wir es mal so. Es sind unheimlich viele Faktoren, die tatsächlich mit reinspielen. Und das ist eine Sache, die man halt nicht aus dem Stegreif... dieses lässige Thema Licht ist eben... Ja, das ist genau das, was ich immer gesagt habe, Licht ist Leben. Ich habe aber damals, ganz ehrlich gesagt, auch sehr lange bei mir rumgefummelt. Ich habe ja zig Becken vorher gehabt, zig verschiedene Beleuchtungen gehabt. Und auch nicht immer dieselbe Lampe. Und auch nicht immer dieselbe. Ich habe Lampen von Aquamedic gehabt, ich habe Giesemann gehabt, ich habe Maxbeck habe ich drauf gehabt. Irgendwas war tatsächlich immer. Und richtig funktioniert hat es dann bei mir tatsächlich auch erst, nachdem ich... auf die Hybrid umgestiegen bin und jetzt nach der Hybrid dann eben die Straton. Das ist ein Teil vom Gesamtsystem, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht nur, aber es ist ein verdammt großer Teil. Und ja, nicht alle Lampen funktionieren mit allen Tieren, aber um das System jetzt erstmal ins Rennen zu kriegen, muss man natürlich erstmal versuchen, auf die einfacheren Tiere zu setzen. Wir haben jetzt auch ein paar von den Akkuporen aus dem Becken rausgeholt. Ja. Die gehen jetzt erstmal zu mir zum regenerieren, weil die nicht mehr ganz so gut aussahen. Um dem Becken dann jetzt auch ein bisschen mehr, Einfachheit zu geben, weil die Akkuporen, die drin waren, die waren hier und da schon ein bisschen angegriffen, weil halt nicht alles so läuft. Wenn man sich aber wiederum die Milkers dann anguckt. Ja, die stehen super da. Die einen sind gut, die anderen sind nicht ganz so gut. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Nicht jede Lampe, unter jeder Lampe funktioniert jedes Tier. Ja. So, ich will jetzt nicht sagen, dass die Angel nicht die, das heißt eine ist, die schlecht ist, aber ich habe halt damals tatsächlich die Erfahrung gemacht und einige Tiere funktionieren tatsächlich unter einigen LEDs nicht. Und das wird vielleicht bei der Lampe auch der Fall sein. Also nehmen wir jetzt erstmal die Tiere raus, die nicht so funktionieren. Gucken, dass wir das, was wir drin haben, ans Laufen kriegen und dann sehen wir weiter. Ja. So ist zumindest erstmal der Fall. In der Hoffnung, dass der stetige KH-Verbrauch kommt. Genau. Also, Lichtkurve anpassen, Wasserwechsel haben wir gemacht. Das sind jetzt die Maßnahmen, die hoffentlich jetzt greifen. Und dann werden wir weitersehen. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.
Tschüss. Thank you.